Hi, ich bin Christian. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Heute gibt es was ganz Leckeres, was ganz, ganz Einfaches und sehr, sehr Preiswertes. Es gibt arme Ritter. Wer hat mich darauf gebracht, darüber ein Video zu machen? Das war mein Freund Lars Deister. Ein lieber, netter Kerl, der sagte, das wäre doch was für dich, das könntest du machen. Eine super Idee von ihm. Bei dem Thema fiel mir meine Kindheitsgeschichte ein. Ich fand das immer damals richtig toll. Als kleiner Knirps, man kam von draußen rein, vom Spielen, nachmittags, abends. Und hin und wieder hat die Großmutter für mich arme Ritter gemacht. Das war für mich als kleiner Stöpske richtig was Leckeres. Ist es auch heute noch. Man könnte jetzt meinen, das wäre so ein typisch urdeutsches Rezept. Ist es aber nicht. Das gab es schon im Römischen Reich in ähnlicher Form. Wir sind abgewandelt. Hier bei uns wurde es erst einmal urkundlich um 1400 als deutsches Rezept erwähnt. Es ist auch nicht nur typisch für unsere europäische Region. Nein, es gibt es fast überall auf der Welt. In Kanada, in USA, in Australien läuft das Ganze unter French Toast. Ursprünglich hieß es da German Toast, was ganz interessant ist. Heute heißt es French Toast. Das gibt es in Russland, das gibt es in Portugal, in Spanien, in verschiedensten Ländern dieser Welt. Es ist ein einfaches Rezept, es ist richtig lecker, es ist preiswert, kann sich jeder erlauben, ohne dass der Geldbeutel großartig Schaden annimmt. Wollt ihr sehen, wie ich es gemacht habe? Dann kommt mit! Das Schöne an den einfachen Gerichten ist, man braucht nicht viel. Für unsere armen Ritter brauchen wir 4 Scheiben Toast. Wir brauchen Zimt und Zucker, das mischen wir gleich. Wir brauchen ein bisschen Salz, 1/4 Liter Milch. Wir brauchen etwas Butter zum Braten der Toastscheiben hinterher. Und wir brauchen 2 Eier. Auch wenn ihr 3 Eidotter seht, aber es waren 2 Eier. Eins davon wären wohl Zwillinge geworden. Wir nehmen unsere Eier in eine Schüssel damit. Schwupps, drin sind sie. Dann kommt unsere Milch hinzu. Dann ein bisschen Salz, damit der Geschmack ein bisschen angehoben wird. Jetzt wird das Ganze nochmal verrührt. Das kann man mit dem Schneebesen machen, das geht aber genauso gut auch mit der Küchenmaschine. So lange rühren und verquirlen, bis wir eine homogene, einheitliche Substanz haben. War schon. Dann nehmen wir eine Toastscheibe. Packen die da rein, lassen sie ein bisschen vollziehen. Nochmal wenden. Das reicht schon. Jetzt kommen die anderen Toastscheiben auch noch hinein. Nun machen wir noch unsere Zucker-Zimt-Mischung fertig. So frei nach Schnauze. Ein bisschen Zucker, das sollte allemal reichen. Dann ein bisschen Zimt dazu. Hier müssen wir aufpassen, denn hier ist nicht mehr besser, sondern mehr ist schlechter. Ich würde sagen, ein Teelöffel, das reicht. Das Ganze vermischen wir ein bisschen. Auch das reicht schon. Das sind eigentlich die Vorbereitungen, die wir machen mussten. Das war's. Jetzt geht's nach draußen an die Grillplate. So, wir lassen jetzt unsere Grillplate warm werden. Geben ein bisschen Butter drauf. Die bringen wir zum Schmelzen. Unsere Butter ist geschmolzen. Jetzt kommen unsere Toasts drauf. Und die braten wir jetzt von jeder Seite schön goldbraun an. Ich glaube, so langsam werden sie was. Jetzt noch die andere Seite. So sehen sie aus, wenn sie fertig sind. Jetzt kommt noch die Mischung aus Zucker und Zimt hinüber. Drauf. Ein bisschen drauf verteilen.
nicht viel, nur ein bisschen. Und das war schon die ganze Kunst. Und ab auf den Teller damit. Leute, sieht das lecker aus? Ihr habt gesehen, wie schnell und einfach es zu machen ist. Es bleibt nur noch über, das zu verkosten. Mal schauen, wie es schmeckt. Das schmeckt wie meine Kindheit damals. Richtig lecker, schön zimtig, der Buttergeschmack ist dran, das Ei kommt gut durch. Es ist eine richtig leckere Sache. Ich muss nochmal probieren. Da kommen die ganzen Kindheitserinnerungen nochmal hoch. Ich würde sagen, das war ein gültiger Versuch. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abonnement allemal. Ihr dürft das Video auch gerne teilen, habe ich überhaupt nichts dagegen. Bis dann, euer Christian, Glück auf, bis zum nächsten Mal.